Guten Tag an die Geräte zu Hause. Es ist, wie viel haben wir denn? 6:38 Uhr und wir haben heute den 17. August. In diesem Clip geht es um Amazon. Wer das eine oder andere Webinar von mir verfolgt hat, weiß, ich bin nicht unbedingt ein Freund von Amazon. Ich bin eher so der Typ, ich liebe es, durch eine Innenstadt zu gehen und volle Läden zu sehen und mit Verkäufern zu reden und einen Stoff anzufassen. Ich mag das Geschäftsmodell von Amazon nicht. Aber es gibt ja auch die Aktie Amazon und das ist wirklich ganz interessant. Jetzt zumindest. Vor euch ist der Wochenchart. Und ich möchte auf das hier hinten hinweisen. Der Oszillator war in den letzten Jahren, ich hole das hier mal alles ein bisschen ran, ganz selten in so einer tiefen Phase. Ganz, ganz selten. Wir sehen hier diesen extrem langen Aufwärtstrend, ja, von 300 hoch auf fast 4000, 3700. Und mir fallen hier so ein paar Sachen auf. Also wie gesagt, insbesondere im Wochenchart, es geht hier noch ein bisschen weiter runter. Es ist noch keine Stabilisierung gefunden. Aber, und jetzt geht es in den Tageschart. Das ist super interessant, was die gestern Abend gemacht haben. Das ist ein fetter Hammer. Ja, muss man ganz klar sagen. Wir sind unter die 200-Tage-Linie, wir waren in der Nähe des unteren Bandes. Und dann macht die hiervon, wo war denn das Low? Das Low war bei 3211. Geht die hoch auf dem Schlusskurs 3296. Das ist ein sensationeller Hammer. Also das ist echt eine Trendumkehr, so muss man das sagen. Die Amazon, die steht auf so Dinger, das hatten wir hier auch. Das heißt nicht automatisch, dass dann jetzt so eine größere Bewegung kommt oder sowas vielleicht, hier ist nämlich auch einer. Aber die Amazon macht sowas gerne. Was mich sehr gewundert hat, seitdem die ihre Zahlen bekannt gegeben haben, die sind einfach runter und die haben überhaupt nicht korrigiert. Null, kein bisschen. Die sind einfach nur seitwärts weggefedert. Aber jetzt machen sie ja diesen Hammer. Also ich gucke nicht so oft auf die 200-Tage-Linie, aber ich weiß, in Amiland, da gucken sie mehr drauf. Es fällt mir weiterhin auf, MACD ist positiv. Stochastik hat ein frisches Kaufsignal. Also wenn die diese Chance nicht nutzen, hier diese Vorgaben, um wieder hier an diese Zone ranzukommen, die sie, ich mache es mal rüber, die sie schon seit langem haben, seit dem 1.9.2020, haben sie diese Zone gehabt. Die haben sie jetzt einmal oder vielmehr zweimal überboten. Wenn die das nicht nutzen, dann weiß ich auch nicht. Also ich finde rein vom Chart her, rein von der Technik her auch, sieht das gut aus. Und ich rechne eigentlich kurzfristig damit, dass sie wieder so eine 3.500 sehen. Also ich bin keiner, der sich jetzt hinstellt und sagt, die gehen von 3.200 auf, was weiß ich, 5.000 oder 6.000. Aber diesen Bereich, vielleicht sogar das Schließen von diesem Gap, halte ich für durchaus möglich. Der Vorteil von diesem Hammer ist, dass er direkt unten drunter einen Stop gibt. Und dieser Stop bzw. den Schein werde ich suchen mit einer Basis, die unter der 3.122 liegt. Man kann also hier relativ nah dran. Und ich muss wirklich sagen, vom Chart her muss ich die jetzt mögen. Egal, was das Geschäftsmodell ist, aber vom Chart her muss ich sie mögen. Und ich rechne kurzfristig damit, dass die wieder hier so an diesem Bereich rangehen. 20-Tage-Linie, das ist bei 3.450 beziehungsweise an die 3.500. Ich habe euch mal Scheine mitgebracht. Und jetzt nenne ich mal zwei. Der eine hat eine Basis von 3.119. Da sind wir ganz knapp unter dieser Kerze hier vom 11.5. Der Hebel ist gar nicht groß, das ist gerade mal 19. Und es hat die Kennnummer von der UniCredit, das ist die HR6QFL. Wem das zu heiß ist, weil es einfach zu nah dran ist, der kann auch noch mal ein paar Punkte drunter gehen. Da hätte ich sowas hier, ein 3094er. Das ist die HR6QFK. Ich halte das für sinnvoll. Es sprechen eigentlich alle Gründe momentan kurzfristig für den Chart, für den Kurs, für steigende Kurse. Ich nenne euch trotzdem mal einen Put. Aber der kommt bei mir jetzt erstmal auf die Watchlist. Diesen Put, den muss ich eigentlich hier hintersetzen, hinter das All-Time-High. Ist für mich jetzt momentan ein bisschen zu weit, deswegen es ist nur für die Watchlist, für den Fall, da komme ich gleich drauf, dass Sie wirklich 20-Tage-Linie oder 3500 sehen. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die gehen schnell hier hoch und nutzen diese technischen Vorgaben, oder die dümpeln jetzt hier langsam wieder hoch und schaffen noch nicht mal dieses kleine Zwischenhoch bei 3.390. Dann für diese Fälle nenne ich jetzt einen Put, der dann oder jetzt schon auf die Watchlist muss. Der wäre mir zu nah hier, 3.400. Ich muss da einfach ein bisschen weiter weggehen
Und nehmen wir so einen Hebel 10. Ja, das passt schon eher. 3600. Naja, ist mir auch zu nah hier dran. Der muss also hinter die 3700 und dann mache ich hier schön mit dem Schieberegler diese Geschichte hier. Und das passt. 3835. Damit bin ich sogar noch hier hinter. Das ist im Moment ein kleiner Hebel von 6,10. Aber nochmal, das auf die Watchlist, das ist nichts zum jetzt kaufen. Ja. Warten, wie sich diese Bewegung, von der ich rechne, dass sie hochgeht, wie weit die sich hoch hangelt. Dieser 3835er Put hat die Kennnummer HR7ASG. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, Amazon sollte weiter steigen oder wieder steigen, sagen wir es mal so, und sich hier wieder was zurückholen von diesem Terrain, von diesem riesengroßen Gap, was sie haben, von rund 3600. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.